Hallo und herzlich willkommen zurück in der Lisa-Serie zu Let's Play Dark Souls Teil 2 Skull of the First mit der Randomizer-Mod. In der letzten Folge haben wir die schwarze Schlucht abgeschlossen, rumgeraged und zum ersten Mal die Regel gebrochen, mit Randomizer zu spielen. Ihr seht es ja hier, momentan nur den Stab ausgerüstet. Letzte Folge hatte ich das Eisflorett, weil ich einfach nicht gegen den Verkommenen bestehen konnte, deswegen... Ich werde das Eisflorett dann einfach immer bei mir halten, wenn ich irgendwo mal wirklich gar nicht weiterkomme oder ich einfach nur noch durch und durch am Ragen bin, dann werde ich das Eisflorett nehmen, ansonsten nicht. So, jetzt, wir haben jetzt auf jeden Fall alle vier Urleuchtfeuer, wenn mich nicht alles täuscht, entzündet. Und das bedeutet, ich gehe den falschen Weg. Und das bedeutet, ich sollte meine Seelen ausgeben. Unter anderem in dem Schein, aber die werde ich brauchen. Ich kann mal gerade gucken, ob ich noch mein Stäbchen noch ein bisschen weiter erbessern kann. Genau, erbessern. Nicht kaufen, verstärken. Nein, ich werde es auch nicht verbessern, weil das wäre assi. Ich brauche Titanitbrocken dafür. Okay. Dann werde ich einfach noch ein bisschen leveln. Und zwar hauptsächlich immer in Ausdauer. Weil es geht mir voll auf den Sack, dass ich so wenig Ausdauer habe. Da. So, 13. Danke. So, und dann müssen wir jetzt zum Schloss Drung Lake. Wenn ich auch wüsste, wo man da hinkommt. Hier? Ja, ich glaube hier. Denn da geht's dann für uns weiter. Ich habe richtig Lust. Den nicht. Nice. So, hier war es glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen den Weg hier gehen. Soll ich versuchen, einfach durchzurennen? Oh, hallo. Aua. Ich bin doch einer von euch. Tut mir doch nicht weh. Ja klar, vor ihm oder was? Sind wir jetzt hier in CS oder was? Wo ich hier pre-aim, pre-firen. Penner. Naja gut. Oh wow. Achso, der hält glaube ich sein Schild oben, oder? Ja, tut er. So, war hier nicht auch noch einer? Jawohl, war es. Bisschen Weg. Lass dein Schild unten. Lass dein Schild unten. Was ist denn für ein Problem? Lass dein Schild unten. Du stirbst auch. Habe ich das Item hier nicht? Nein, habe ich nicht. Was haben wir denn hier? Blitzender Titanit, fossiler Drachenknochen und grüne Blüte. Jeweils 5, 3 und 1 Stück. Okay. Vielleicht treffe ich ihn ja so. Snipe! Mist. Snipe! Mist. Au. Mist. Nicht so begehren. Kurz heilen. Touch! Mist! Oh wow, dem macht man ja gar keinen Schaden. Mal kurz heilen. Kurz heilen. Komm, mach noch einen Sprungangriff.
stirb! Ja! Ich habe den Unsichtbaren besiegt. Mit meinem Stab. Gandalf! Ja, ja. So, dieses Item wollen wir auch haben. Was haben wir denn hier? Schwarzskorpionstecher, unheilvoller Vogelring. Ich wusste schon immer, ich habe auch einen Stecher. Oh mein Gott, ich habe eine Waffe, die ich benutzen kann. Was ist denn hier los? So, die Seelen müsste ich eigentlich alle haben. Jawohl! Juhu! Sonst die Ziele wollen wir nicht. So, sind hier noch irgendwelche Items? Ja, hier ist tatsächlich noch ein Item. Was haben wir denn hier? Stulpen des Auros. Oh, welche denn? Ah, die Unsichtbaren. Schade. So, jetzt nehme ich mir wieder das Magieche. Ach, hier sind ja auch unsichtbar. Hilden-Infanterie-Helm. Hey, wir haben wieder einen neuen Helm. Sexy. Hi, Dude. Man müsste doch treffen. So, nächster bitte. Alter, Dude! Ich hasse Gegner mit Dolchen. Lass es sein! Ey! Du Penner! Ach komm, weißt du was? Leck mich. Ich bin weg. Tschüss. Erstrakenhelm und Schimmelner Lebenstein. Danke. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. So, von Traufen in Regen. Ich weiß, es heißt eigentlich, es geht eigentlich andersrum, aber bei mir ist es nun mal gerade so rum. Elektrobolzen gegen Magie! Elektrobolzen gegen Magie! Mist. Dude, wo schießt du hin? Mist. Alter, wo schießt du hin? Ich stehe hier unten. So, stirb. Danke. Danke. Kleine orangene Blüte. Danke. Na, auf die nächsten Bosse freue ich mich auch schon sehr. Nicht. Ah, doch, hier war wohl ein Item. Erstrak. Ach ja, stimmt ja. Da war ja was. Schloss von Drumlake. Schade. Hallo, Schätzeken. This castle, but... Hallöchen, ihr dicken Typis. Hallo? So! Und tschüss.
Also ich freue mich ja so gar nicht auf ja, das, was mich als nächstes erwartet. Also so wirklich gar nicht, gar nicht. Au. Heilen. Läuft gut bisher. Hey, da kommt noch mehr. Okay, ich muss mal ganz kurz Reis ausnehmen. Der geht mir gerade mal dezent um den Piss. So, halt mal die Klappe. Und du lebst immer noch. Stirb. Danke. So, was hast du denn von mir für mich fallen gelassen? Wenger als Rüstung. Oh, die ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. So, haben wir dein Schwert raus. Dürfte eigentlich reichen. Jawohl, hat gereicht. So, was haben wir denn hier? Schon mal keine Mimik? Was denn dann? Schwarze Hexe gewann Dämmerungskraut. Ja, erstmal hier. Ja, jetzt habe ich die gerade gekriegt. Blechkopf, ey. Sexy. Dann machen wir da die Tür auf. Ich gehe inzwischen mal auf die andere Seite. Was macht ihr da? Also wirklich. Kein Anstand, lieben die Gegner heutzutage. So, hallo. Ich bin da, wer noch? Hallo, Kanzler Villager. Who are you? Who are you? You my erstmal gehst du. So, was kann man hier kaufen? Das gefällt mir schon mal. Und das gefällt mir auch. Aber das gefällt mir noch viel mehr. So. Oh, hallo. Wow, wie hast du mich getroffen? Kurz heilen. Nein, nicht hauen. Warum war das kein Backstab? Ups. Das ist ein Backstab. Wow, naja gut, also mehr schlecht als recht. Warum macht ein Skorpionstecher eigentlich keinen Giftschaden? Oh. Titanitbrocken. Nice. Das hat sogar Gift. 67 plus 44. Sehe ich jetzt nicht so viel von. Ja, mein Freund. Ich bin schneller mit dem Teil hier als du. Ja, jetzt wird's auch lustig.
bitte. Das sollte mich hier vielleicht dran setzen. Gib mir gerade mal am Arsch vorbei. Stehst du auf? Nein? Gut. Du bist auch keine Mimik. Dann machen wir dich mal auf. Was haben wir denn hier? Schwindende Seele, ja, die brauche ich. Was haben wir hier? Gefrorene Blume. Oh, hallo da, ja. Was haben wir hier? Feuerbombe, Köderschädel und eine 5x Fackel. Okay. Nehme ich an, danke. Hi, Dude. Ah. Nicht mal der Annahme, hier würde irgendeiner von denen würde aufstehen. Naja, egal. Handschuhe der Männchen. Banditenschild und Heimatknochen. Alte Eisentrachtstulpen. Warum krieg ich gerade nur Stulpen? Alte Eisentrachtrüstung. Oh ja, ich werde wieder schwer. Wo war das Leuchtfeuer? Da. Hui. Thank you.
schnell. Oh, hi Dudes. Okay, gehen wir wieder runter. Ja, gut, das war mir klar, dass das jetzt passieren würde. Es war zu erwarten, sagen wir es mal so. Es war definitiv zu erwarten, dass genau das jetzt passieren würde. Aber ich habe ja das Dings angemacht, genau das wollte ich ja auch. So, was haben wir denn hier drin? Häftlingslumpen und Königsschwerter uns. Oh, das dürfte leichter sein. Ja, welche nehme ich jetzt? Oh, einfach die, damit es für mich ein bisschen einfacher wird. Ich hab's ja sowieso schon schwer genug. Oh, hier liegt auch noch was. Fußsoldatenschild. Oh, ein neues Schild. Geil, ich kann blocken. Juhu. So, gerade mal kurz ein bisschen concentrated. Oh ja, jetzt wird's lustig. Hallöchen. Hallo Nashandra. Du hässliches Stück etwas. Kann ich hier eigentlich irgendeinen NPC rufen? Würde mir die ganze Sache nämlich deutlich einfacher machen. Kann ich sogar wirklich. Zumindest ein Schatten. Dann werden wir doch auch genau das tun. By the way, das kann wieder weg. Wollen wir kurz mal ein paar Zaubereinsätze wieder herstellen. Den Schatten hier rufen, ist er überhaupt? Pilgrim Belclair? Die kann ich gebrauchen. Die ist useful. Hallo Pilgrim Belclair. Lang nicht gesehen. Na dann. Auf geht's.
Und das war's. Sorry, wenn ich mich jetzt in der letzten Zeit immer so viel konzentriere, aber ich will einfach nicht noch öfters failen, so wie in der letzten Folge. Und wir haben zwei große Genie-Scherben gekriegt. Kann man nehmen, muss man aber nicht. So, das wäre der nächste Boss. Dann gehen wir jetzt nach Majula und dann dürfte die Folge auch schon so gut wie zu Ende sein. Ach ja, endlich. Aber der nächste Boss, der wird sehr, sehr ekelhaft. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, der nächste Boss wird sehr, sehr ekelhaft. So, ich will ein bisschen Zauberei haben. Damit ich vielleicht jetzt bald mal einen neuen Slot kriege. Den vom Rest kaufe ich mir mal wieder Lebenssteine, so wie immer. Kindly. Ja, danke. Kein Problem. Lieb gerne mal, liebe Melencia. Ich will gar nicht wissen, wie viel die Alte hier mit an mir verdient. Das ist bestimmt Millionärin. So viele Seelenscheine, die ich inzwischen schon gekauft habe bei der. Sie ist bestimmt schon reich. Reisen brauche ich nicht. Kann ich vielleicht irgendwas upgraden? Ich weiß nämlich nicht, wie viele Brocken ich inzwischen habe. Nö. Mir fehlt einer. Schade. Ich kann mir, denke ich, auch keinen kaufen. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Akira. Auf Wiedersehen.